Sabak. Guten Tag, liebe Schüler. Ich heiße Julia Olegowna. Ich begrüße euch in unserer Stunde. Wir können und kennen schon viel. Deshalb heißt das Thema unserer Stunde: Das kann ich schon. Heute werden wir alles wiederholen und neue interessante Momente in der Stunde erleben. Seid ihr fertig? Also, fangen wir an. Was ist das? Was ist das denn? Genau, Kinder, das ist die Schule. Das ist die Schule. Was machen die Kinder in der Schule? Was machen die Kinder in der Schule? Die Kinder lernen in der Schule. Die Kinder lernen in der Schule. Was lernen die Schüler in der Schule? Die Schüler lernen Kirgisisch und Russisch. Die Schüler lernen Kirgisisch und Russisch. Die Schüler lernen Mathe und Lesen. Die Schüler lernen Mathe und Lesen. Die Schüler lernen Sport und Musik. Die Schüler lernen Sport und Musik. Die Schüler lernen Deutsch und Malen. Die Schüler lernen Deutsch und Malen. Gut, so viele Fächer lernen die Schüler. Und wer mag was? Wer mag was? Ich mag Deutsch. Ich mag Deutsch. Ich lerne und spiele dort viel. Ich lerne und spiele dort viel. Das ist interessant. Das ist interessant. Du magst Mathe. Du magst Mathe. Du rechnest dort. Du rechnest dort. Mathe ist kompliziert. Mathe ist kompliziert. Er mag Sport. Er mag Sport. Dort turnt er viel. Dort turnt er viel. Das macht ihm Spaß. Das macht ihm Spaß. Sie mag Musik. Sie mag Musik. Sie singt dort. Sie singt dort. Das ist lustig. Das ist lustig. Wir mögen malen. Wir mögen malen. Wir malen dort. Wir malen dort. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Ihr mögt Kirgisisch und Russisch. Ihr mögt Kirgisisch und Russisch. Ihr schreibt und lest dort. Ihr schreibt und lest dort. Das ist spannend. Das ist spannend.
Sie mögen lesen. Sie mögen lesen. Sie lesen und inszenieren. Sie lesen und inszenieren. Das ist auch sehr spannend. Das ist auch sehr spannend. Wie schön! Alle Fächer sind interessant. Alle Fächer sind interessant. Und was nehmt ihr in die Schule? Ach ja, wir nehmen die Schulsachen in die Schule mit. Wir nehmen die Schulsachen in die Schule mit. Wir nehmen die Schulsachen in die Schule mit. Also, und welche Schulsachen nehmt ihr mit? Welche Schulsachen nehmt ihr mit? Wir nehmen den Kuli und die Kulis mit. Wir nehmen den Kuli und die Kulis mit. Wir nehmen den Kuli und die Kulis mit. Wir nehmen auch den Bleistift und die Bleistifte mit. Wir nehmen auch den Bleistift und die Bleistifte mit. Wir nehmen auch den Bleistift und die Bleistifte mit. Wir nehmen das Heft und die Hefte mit. Wir nehmen das Heft und die Hefte mit. Wir nehmen das Heft und die Hefte mit. Wir nehmen das Buch und die Bücher mit. Wir nehmen das Buch und die Bücher mit. Wir nehmen das Buch und die Bücher mit. Wir nehmen das Lineal und die Lineale mit. Wir nehmen das Lineal und die Lineale mit. Wir nehmen das Lineal und die Lineale mit. Wir nehmen den Spitzer und die Spitzer mit. Wir nehmen den Spitzer und die Spitzer mit. Wir nehmen den Spitzer und die Spitzer mit. Wir nehmen auch den Radiergummi und die Radiergummis mit. Wir nehmen den Radiergummi und die Radiergummis mit. Wir nehmen den Radiergummi und die Radiergummis mit. Wir nehmen die Schere und die Scheren mit. Wir nehmen die Schere und die Scheren mit. Wir nehmen die Schere und die Scheren mit. Wir nehmen den Klebstoff und die Klebstoffe mit. Wir nehmen den Klebstoff und die Klebstoffe mit. Wir nehmen den Klebstoff und die Klebstoffe mit. Wir nehmen das Mäppchen mit. Wir nehmen das Mäppchen mit. Wir nehmen das Mäppchen mit. Alles legen wir in die Schultasche und in die Schultaschen. Alles legen wir in die Schultasche und in die Schultaschen. Alles legen wir in die Schultasche und in die
Schultaschen. Wir gehen jetzt in unser Klassenzimmer. Was sehen wir dort? Was sehen wir dort? Wir sehen dort die Lehrerin und die Schüler. Wir sehen dort die Lehrerin und die Schüler. Wir sehen dort die Lehrerin und die Schüler. Was machen die Schüler im Klassenzimmer? Was machen die Schüler im Klassenzimmer? Die Schüler fragen im Klassenzimmer. Die Schüler fragen im Klassenzimmer. Die Schüler fragen im Klassenzimmer. Die Schüler antworten im Klassenzimmer. Die Schüler antworten im Klassenzimmer. Die Schüler antworten im Klassenzimmer. Die Schüler schreiben 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 auch an der Tafel. Die Schüler schreiben auch an der Tafel. Die Schüler schreiben auch an der Tafel. Die Schüler lesen im Klassenzimmer. Die Schüler lesen im Klassenzimmer. Die Schüler lesen im Klassenzimmer. Die Schüler rechnen im Klassenzimmer. Die Schüler rechnen im Klassenzimmer. Die Schüler rechnen im Klassenzimmer. Die Schüler denken im Klassenzimmer. Die Schüler denken im Klassenzimmer. Die Schüler denken im Klassenzimmer. Die Schüler singen im Klassenzimmer. Die Schüler singen im Klassenzimmer. Die Schüler singen im Klassenzimmer. Die Schüler spielen im Klassenzimmer. Die Schüler spielen im Klassenzimmer. Die Schüler spielen im Klassenzimmer. Die Schüler turnen im Klassenzimmer. Die Schüler turnen im Klassenzimmer. Die Schüler turnen im Klassenzimmer. Die Schüler malen im Klassenzimmer. Die Schüler malen im Klassenzimmer. Die Schüler malen im Klassenzimmer. Die Schüler geben die Schulsachen einander im Klassenzimmer. Die Schüler geben die Schulsachen einander im Klassenzimmer. Die Schüler geben die Schulsachen einander im Klassenzimmer. Die Schüler nehmen die Schulsachen voneinander im Klassenzimmer. Die Schüler nehmen die Schulsachen voneinander im Klassenzimmer. Die Schüler nehmen die Schulsachen voneinander im Klassenzimmer. Die Schüler
lernen unbedingt gern. Die Schüler lernen unbedingt gern. Die Schüler lernen unbedingt gern. Liebe meine Schüler, unsere Stunde kommt zu Ende. Ich hoffe, dass diese Zeit für euch sehr gut war. Ihr habt alles wiederholt und ihr habt gut alles verstanden. Wir haben viel Neues über die Schule gelernt. Ich bin sehr froh, dass ich diese Zeit mit euch verbringen konnte. Die Hausaufgabe ist, alle Wörter und alle Verben gut lernen. Vielen Dank für eure Arbeit. Die Stunde ist zu Ende. Alles Gute. Auf Wiedersehen.